Hallo Kinder, hier ist wieder euer Lesefuchs und jetzt kommt wieder eine tolle Geschichte. Viel Spaß beim Zuschauen! Mina und die Kammerjäger, Band 1, der Klassenkassenklau. Geschrieben von Janet Clark, illustriert von Sabine Sauter, verlegt im Dragonfly Verlag. Vom ersten Klingeln bis zur Tür brauchte ich nur 5 Sekunden, inklusive Rutschpartie mit haarscharf Arschunfall auf dem frisch gebohnerten Parkett. Beim 7. Klingeln riss ich die Tür auf, schaltete das Strahlen in meinem Gesicht auf Megawatt und rief in bester Geburtstagspartylaune: Willkommen zur Party! Das Y blieb mir im Hals stecken. Vor der Tür standen nicht meine Gäste, da stand nur ein einziger Junge und den kannte ich nicht mal. Wohnt hier eine Milena? Er musterte mich so abschätzig, dass mir sofort klar war, vor mir stand mein Partyscherz. Ich grinste innerlich. Ha, dieses Jahr würde ich nicht drauf reinfallen. Der Junge vor mir war etwas größer und älter als ich, etwa 12 oder 13. Er hatte braune Locken und Augen mit grünen Sprenkeln und einen Gesichtsausdruck gelangweilt Stufe 10, also zwischen Opernbesuch und Spülmaschine ausräumen. Und das, obwohl er ganz offensichtlich gerade als Partyscherz vorgeschickt worden war. Milena? Unschuldig spähte ich an dem Jungen vorbei ins Treppenhaus. Wo versteckten sie sich? Isabel hätte schon längst einen Kicheranfall haben müssen. Was willst du denn von ihr? Die da oben wollen, dass sie mir bei was hilft. Er zeigte nach oben, was mein Verdacht bestärkte, dass Isabel und die anderen sich auf der Treppe versteckten. In dem Moment klackerte meine Mutter durch den Flur. Milena! Ich drehte mich um, legte den Finger an den Mund und zeigte unauffällig zu dem Typen hinter mir. Doch sie ignorierte meine Warnung einfach und den Typen gleich dazu. Sag mal, drehst du jetzt völlig durch? Du schreibst in die WhatsApp-Gruppe, dass die Party ausfällt, weil wir Läuse haben? Läuse? Party absagen? Da begriff ich. Das also war der Scherz. Läuse! Auf sowas konnte nur Isabel kommen. Ich kicherte. Mama dagegen starrte mich entgeistert an. Ich trat neben den Jungen in den Gang und legte meine Hände trichterförmig um den Mund. Ihr könnt rauskommen! Mama ist voll drauf reingefallen. Erwartungsvoll starrte ich die Treppe hoch. Spätestens jetzt müssten zumindest Isabel und Greta und Ferdinand sich vor Lachen kaum noch halten können. Aber es kam niemand. Es lachte niemand. Nur der Junge verzog die Mundwinkel zu einem schiefen Lächeln. Dann bist du Milena? Das Lächeln wurde noch schiefer, als fände er es unglaublich lustig, dass ich war. Ich behaupte nie wieder, die da oben hätten keinen Humor. Natürlich haben sie Humor. Ich lief zur Treppe und verrenkte mich, um bis ins dritte und letzte Stockwerk sehen zu können. Huhu, ihr könnt jetzt runterkommen. Milena! Meine Mutter war nun auch ins Treppenhaus getreten und winkte mich zurück. Was soll dieser Zirkus, oder? Hast du etwa tatsächlich Läuse? Nein, das ist Isabels Partyscherz. Ich sah zu dem Jungen, der auf einmal so unauffällig die Decke betrachtete, als habe er absolut nichts mit der ganzen Sache zu tun. Hatte er aber. Ich zeigte auf ihn. Da, frag ihn. Frag wen? Meine Mutter runzelte die Stirn. Na, den Jungen mit den braunen Haaren. Ich nickte ihm zu. Wie heißt du eigentlich? Julius. Das mit den Läusen war ich. Ha, hörst du? Triumphierend sah ich zu meiner Mutter. Julius war das mit den Läusen. Nicht lustig. Mama schüttelte den Kopf und knallte die Tür ins Schloss. Direkt vor Julius' Nase. Hey! Ich riss die Tür wieder auf. Ich verstand ja, dass Mama genervt war. Aber deshalb schlug mir doch niemanden die Tür direkt vor der Nase zu. Also, ich meine wirklich direkt.
Julius stand noch genauso vor der Tür wie vor 10 Sekunden. »Sorry, meiner Mutter ist die Tür aus der Hand gerutscht, nun versehen«, log ich und hoffte, dass er gerade nicht hingesehen hatte, als sie die Tür zugeknallt hatte. Meine Mutter seufzte diesen »Was soll ich nur mit dir machen?« Seufzer. Ich drehte mich zu ihr um und zog warnend die Brauen zusammen. Merkte sie nicht, wie krass peinlich sie sich gerade benahm? Was konnte Julius dafür, wenn er von den anderen angestiftet worden war? »Gut, dann feier eben mit diesem Julius!« Mutter machte auf dem Absatz kehrt und rauschte davon. Ich drehte mich zu Julius zurück und lächelte entschuldigend. »Sorry, die ist sonst nicht so...« Julius zuckte nur die Schultern. »Passt schon.« »Okay, also, wann kommen die anderen?« fragte ich. »Na, gar nicht«, sagte Julius. »Ich hab sie ausgeladen. Hab ich doch gerade gesagt. Also, hast du jetzt Zeit für mich?« Mir hat es die Sprache verschlagen. Nicht einmal ein Stottern brachte ich noch hervor. Wie konnte dieser Typ einfach meine Party abblasen? »Ich nehme an, heißt ja?« Julius nickte kurz. »Kommen wir zur Sache. Du sollst mir helfen, mein Karma auf Trab zu bringen, haben die da oben gesagt.« In letzter Sekunde verkniff ich mir ein weiteres »Dein Karma?« Ich hatte keine Ahnung, was Karma sein sollte. Klang wie der Yogakurs von Frau Buchsbaum aus dem ersten Stock. »Karma bedeutet, dass alles, was du tust, Folgen hat.« Julius hob lehrerhaft einen Finger in die Höhe. »Tust du was Gutes, bekommst du gutes Karma. Und tust du was Schlechtes, bekommst du schlechtes Karma. Schüttest du Cola auf dein T-Shirt, hast du einen braunen Fleck. Soweit klar.« Ich nickte. »Wäschst du das T-Shirt, geht der Fleck raus.« Das Prinzip war mir bekannt. Alles, was ich tue, hat Folgen. »Und? Was hat dein Karma mit mir zu tun?« »Hab ich doch gesagt.« Ungeduldig zeigte Julius in den dritten Stock. »Die da oben haben gesagt, du sollst mir helfen, es zu verbessern.« »Aha.« Langsam kam mir der Verdacht, dass mit Julius etwas nicht stimmte. »Da ist wohl ziemlich viel Kohle auf meinem Hemd.« »Aha.« Sein grün-blauer Baumwollpulli war makellos. Ich trat unauffällig einen Schritt zurück. Er war verrückt. Eindeutig. Also tat ich genau das, was in so einer Situation getan werden musste. Ich warf die Tür zu. Direkt vor seiner Nase. Milena begreift also, dass ihre Freunde nicht mehr kommen werden, dass tatsächlich irgendjemand sich in ihre Gruppe gehackt hat und die Freunde ausgelassen hat. Und sie kann sie leider auch gar nicht anrufen, weil niemand auf ihre WhatsApp reagiert. Deswegen ist Milena jetzt allein im Wohnzimmer, wo die schon alles für die Party hergerichtet hatten. So Kostüme und eine Karaoke-Station und Essen und Getränke. Und Mina ist natürlich ganz frustriert und liegt da gerade auf dem Sofa. Ich trank ein halbes Glas Sprudel in einem Zug, hielt das Mikrofon an meinen Mund und stieß einen weiteren Rülpser aus. Schnell drehte ich an dem Regler und verzerrte das Brrrr zum Bariton, als plötzlich Darth Vader vor mir stand. »Nicht schlecht für ein Mädchen.« Erschrocken sprang ich auf. »Isabel?« Mir fiel sonst niemand ein, der unter der Maske stecken könnte. »Spinnst du?« Ich zog mit der freien Hand die Maske hoch. »Du?« Braun-grüne Sprenkelaugen sahen auf mich herab. »Wer sonst?« fragte Julius. »Was zum Teufel machst du hier?« Ich blitzte ihn wütend an. »Hab ich dir doch erklärt.« Julius zog die Maske wieder über sein Gesicht und röchelte. »Du musst mein Karma auffrischen.« Ich schloss die Augen und atmete tief durch. Dieser Typ war wirklich nervig. Als ich die Augen wieder öffnete, stand er als Dracula vor mir und rollte seine braun-grünen Sprenkelaugen. Das war doch nicht möglich. Wie hast du dich so schnell umgezogen? So. Er flitzte zum Kostümständer und kam eine Sekunde später als Lady Gaga zurück. Es musste ein Traum sein. Ich kniff meine Augen zusammen und öffnete sie wieder. Doch er stand noch immer in Glitzerkleid und weißer Wallemähne vor mir.
Nur hielt er jetzt ein riesiges, strahlendes, weißes Handy in der Hand und hielt es mir anklagend vor die Nase. »Schau, was du angerichtet hast! Ich bin 4 Punkte auf einmal abgerutscht!« Auf dem Display stand, blinkte in grellrot eine Nachricht. »Warnung! Karma-Level 007 von 100. Stufe unterirdisch. Kurz vor Nacktmull.« Er zog genervt die Lady Gaga-Wimpern hoch. »Dabei hab ich total freundlich gefragt, ob du mir helfen kannst. Ich hab sogar Bitte gesagt.« Nachdenklich blickte er zur Decke. »Oder? Hab ich? Oder doch nicht?« Er zuckte die Schultern. »Naja, vielleicht auch nicht. Ist eh überbewertet, so ein Bitte. Was kann man sich davon schon kaufen? Aber gut, sag ich's halt jetzt. Kannst du mir bitte bei diesem Karma-Scheiß helfen?« Es war zu viel. Ich presste meine Hände auf die Ohren, kniff die Augen zusammen. Ich war allein. Es standen weder Julius noch Lady Gaga vor mir. Ich drehte nur gerade durch. Hormone schoss mir durch den Kopf. Das sagte meine Tante jedes Mal zu meiner Mutter, wenn meine Cousine wieder was richtig Übles anstellte. Passierte das gerade mit mir, weil ich 11 wurde? »Es ist unhöflich, sich die Ohren so zu halten, wenn jemand mit einem anderen spricht«, blärte Julius in meine Ohren. »Wer hat dich eigentlich erzogen?« »Bla, bla, 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 bla«, rief ich, die Augen weiterhin fest zusammengekniffen, als mir plötzlich jemand die Hände von den Ohren zerrte. Es ist ihre Mutter, die ins Zimmer kommt und verkündet, dass Isabel zu Besuch kommt und sie jetzt ins Labor geht. Isabel kommt und Milena erzählt ihr von diesem komischen Julius, der irgendwie eine Manifestation von Hormonen sein muss und den nur sie sehen kann und der sie offenbar gerade verrückt macht. Julius, der Gaga-Junge, der nur in deinem Kopf existiert und von deinen Hormonen gesteuert wird, hat also die Party abgesagt? Fasste Isabel meine Erklärung zusammen. Und jetzt ist er weg, oder? Sie stopfte sich eine Handvoll Erdnüsse in den Mund. Scheint so. Tatsächlich hatte ich Julius nicht mehr gesehen, seitdem Isabel vor ein paar Minuten in unsere Wohnung gestürmt war. Aber etwas roch sehr streng. Ich schnupperte. Ja, auf schnuppern, das bin ich. Ich schnupperte an ihren Haaren. Sie stanken so penetrant nach Läusespray, als hätte Isabel eine ganze Dose draufgesprüht. »Mama hat dir doch gesagt, dass wir keine Läuse haben.« »Na sicher, sicher«, sagte Isabel. »Du kennst doch den Spruch mit der Wahrheit in dem Kern. Oder war es ein Korn? Ho?« »In jeder Geschichte steckt ein Körnchen Wahrheit«, leierte ich den Spruch herunter. »Aber nicht in dieser. Keine Läuse.« »Nicht mal ein winziges Miniläuschen?« Isabel sah mich fragend an. »Dann kann die Party doch jetzt steigen, oder? Keine Läuse, kein Hormonhorror, Julius.« »Na eigentlich? Ich sah auf die Kostüme, die Karaoke-Station, das Essen und die Getränke. Ja, warum nicht? Mal abgesehen davon, dass Mama im Büro war.« »Kommt nicht in Frage!« Plötzlich stand Julius vor mir, diesmal in einem Wikingerkostüm. Er schnaubte und hielt sich gleichzeitig die Nase zu. »Eine vollkommen total und absolut bescheuerte Idee. Ich mache mir doch nicht umsonst die Mühe, um die Party zu verhindern.« »Doch, wir laden alle wieder ein«, rief ich. »Mit wem redest du?« Isabel musterte mich argwünsch. »Ist Hormonhorror Julius wieder da?« »Jetzt ist er Wikinger.« Isabel kicherte. »Julius, der grausame Hormonhorror-Wikinger. Nein, wir nennen ihn Juli. Julius ist viel zu vornehm für Hormonhorror.« »Ich heiße nicht Hormonhorror Julius, sag er das. Nur Julius, einfach nur Julius.« Er wich bis zum Ende des Tisches zurück und nahm dort seine Hand von der Nase. »Wie kann ein einziges Mädchen nur so stinken?« »Selbstschuld«, rief ich. »Wer hatte denn die Idee mit dem Läusealarm?« »Damit sie wegbleibt«, rief Julius. Er bewegte die Finger, als wollte er Isabel damit wegscheuchen. »Welcher Mensch sprüht sie denn freiwillig so etwas auf den Kopf?« »Immer noch da?«, fragte Isabel und sah sich um. »Wo?« Ich zeigte zum Ende des Tisches. Schon sprang Isabel vom Stuhl auf den Tisch und rannte auf Julius zu. »Ha! Hu! Ho!
weg von meiner Freundin, du Juli Spuli!« Sie vollführte Schattenkampfschläge, von denen die meisten über Julius hinweg in die Luft veräppten. Ein paar jedoch landeten erstaunlich nah links und rechts von Julius' Kopf, so dass er sich leicht zur Seite oder nach hinten bewegen musste, um ihr auszuweichen. »Nimm das Hormon, Horror, Juli!« Sie kickte und boxte weiter in die Luft. »Wir werfen dich den Löwen, nein, Rentier, nein, Mist!« »Wem wirft der Wikinger zum Fraß vor?« Fragend drehte sie sich zu mir um. »Bären, du Stink-Ninja!« Julius griff nach der Wasserkaraffe und hob sie hoch. »Zeit für eine Dusche!« »Achtung!« rief ich, doch es war schon zu spät. In dem Moment, in dem Isabel sich wieder zu Julius drehte, schüttete dieser ihr das Wasser entgegen. »Ihhh!« schrie Isabel auf. »Julius, merkt ihr das?« Die Karaffe polterte auf den Tisch und blieb neben Isabels Füßen liegen. Isabel geht sich umziehen und Milena bleibt sehr erschrocken zurück. Denn bisher dachte sie, Julius existiert nur in ihrem Kopf. Aber jetzt weiß sie, nein, Julius existiert wirklich. Denn etwas, was nur in ihrem Kopf ist, kann nicht Wasser auf ihre beste Freundin werfen. Und deshalb weiß sie, sie muss sich jetzt auf Julius einlassen, auch wenn sie zuerst versucht, ihn loszuwerden, und mit ihm gemeinsam versuchen, sein Karma zu verbessern. Und das Abenteuer, in das sie nun gemeinsam starten, das könnt ihr in diesem ersten Band selber nachlesen. Ich wünsche euch viel Spaß.